Hobbygebrauter Weizen-Doppelbock von Meisel & Friends. Wie geht das zusammen? Jetzt bei ProbierTV. Hey, hallo, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ProbierTV. Mein Name ist Martin und es haben die Toten Hosen verhindert, dass ich das nächste Bier bereits hätte trinken können. Und die Geschichte ist die, Meisel & Friends hat auf der letzten Braubeviale, beziehungsweise bei der vorvorletzten, einen Hobby-Brau-Wettbewerb ins Leben gerufen. Und das Ganze waren, es waren Weizenböcke. Jedenfalls ging es um Weizenbier. Und der Preis war, das Siegerbier auf der 25 Hektoliter Sudanlage zu machen. Ich war eingeladen, in der Jury mitzuwirken und wäre auch gern gekommen, hatte schon alles gecheckt mit Urlaub, alles drum und dran, wäre kein Problem gewesen. Aber am selben Abend, als dieser Wettbewerb war, waren die Toten Hosen in Bayreuth. Und es gab in der ganzen Stadt nicht mal im 50 Kilometer Umkreis mehr ein Hotelzimmer. Meisel & Friends hat echt, ich habe gesagt, ich würde echt gern kommen, aber ich brauche ein Bett. Und es hat nicht funktioniert, dass ich da hingekommen bin. Und insofern bin ich sehr, sehr froh, dass ich dieses Bier, und hier steht es ja auch drauf, bevor ich jetzt über den Namen rede, halt mal meine Nase zu, erster Platz beim Hobbybrau-Wettbewerb. Und das ist der Max Luttner, der sich da freuen konnte. Und er hat dieses Bier Twin Peaks genannt. Und das ist möglicherweise eine Hommage an irgendwas. Ich kann mir nicht genau erklären, was er damit meinen könnte, aber vielleicht fällt euch ja irgendwas ein, wenn ihr das Etikett seht. Es hat so etwas leicht Weibliches. Na gut, 7,8 Volumenprozent Alkohol hat dieses Bier und ansonsten muss ich mich darauf verlassen, was ich gleich im Glas schmecke. Bekennender Weißbier-Doppelbock-Fan, ganz großes Thema bei mir. Und ich freue mich sehr, dass ich, wie gesagt, eine Flasche davon bekommen habe. Wenn ihr das Bier auch kosten wollt, das diese schöne orangene Kappe hat, dann solltet ihr euch beeilen, denn natürlich die 25 Hektoliter sind das, was da eingebraut worden ist. Und wenn es weg ist, ist es weg. Und ich fürchte fast bei diesem Bier, auch wenn ich es noch nicht getrunken habe, das könnte relativ schnell gehen. So, wie sich das für ein Weizenbier gehört, ist da ein bisschen Druck am Kessel. Und dann schenken wir uns das jetzt mal ein. Oder ich mir. Oh, was ist das für eine schöne Farbe. Das ist eine schöne, leicht orangene Kupferfarbe. Zwei Fingerbreit Schaum oben drauf, wie sich für ein Weißbier gehört. Schöne Schaumdecke. Nicht ganz so fein, aber leichte beige Trübung. Aber haftet auch schön am Glas. Wie gesagt, nicht ganz so feine Pore, aber viel Kohlensäure innen drin. Schöne Naturtrübung. Also, es gibt ja wenig, wo ich sehr anfällig für bin. Allerdings Banane im Weizenbier, das gehört definitiv dazu. Und da ist so viel Nelke und Banane drin, dass es dir echt fast die Füße rauszieht. Ja, es hat einen sehr schönen, bananig, nelkigen, würzige Nase und viel mehr kriegt man ehrlich gesagt auch nicht mehr mit. Das ist richtig geil. Entschuldigung, aber das ist richtig schön. In diesem Sinne, cheers. Bah. Oh. Ich war, das muss ich vielleicht an der Stelle erzählen, ich war heuer bei der Brussels Beer Challenge als Juror eingeladen und ich hatte sehr viele Kategorien, die mir nicht gelegen haben. Allerdings Weizen-Doppelbock war die Kategorie, die mir gelegen hat. Und das war auch ziemlich die einzige. Und da war so viel Zeug dabei, wo du echt gedacht hast, was bitte ist für euch ein Weizen-Doppelbock? Und so ein Bier, das wäre auf Nummer 1 geschossen. Das ist ein tolles, fruchtiges. Es hat so richtig viel Banane, aber es ist noch viel andere Frucht mit dabei. Sehr viel tropische Frucht. Es hat ein bisschen von was von Vanille. Hat so eine leicht würzige Note auch mit dabei. Ist gar nicht so vollmundig. Man hat den Weizen schon im Mund, aber es ist jetzt eben auch wieder gesagt kein so schweres Bier. Und es hat 7,8 Volumenprozent Alkohol. Aber
Es wirkt sehr leicht und das kommt durch die Fruchtigkeit. Es ist viel, viel Frucht dabei. Es ist sehr, sehr leicht. Es hat jetzt keinen, wie gesagt, so gar keinen vollen Körper. Hat eine gewisse Süffigkeit, eine schöne, leichte Süße hinten raus, hat einen mittleren Körper. Sehr Weizenbier, typische Kohlensäure. Wie gesagt, nicht so ganz cremig, fein, wie man das vielleicht von einem normalen Weißbier kennt, hat man ja gesehen. Sondern es ist so ein bisschen gröber gehalten, aber wie gesagt, das passt auch ganz gut, wenn man das Bier auch nicht zu kalt trinkt. Es ändert sich auch hinten im Nachtrunk nicht viel. Es bleibt ein sehr geradliniges, fruchtiges Bier, was eben diese schönen, estrigen Bananennoten hat. Die Nelke ist nach wie vor mit dabei. Herrliches Bier. Twin Peaks, zwei Gipfel, ich würde sagen, die sind beide erklommen worden, sowohl vom Weizen als auch vom Doppelbock. Und von ProbierTV gibt es ganz ehrlich gesagt für das Twin Peaks von Meisel & Friends, beziehungsweise ist ja gar nicht von Meisel & Friends, es ist ja von dem, wie hieß er, Max Lüttner aus, steht das da irgendwo raus? Nö, steht nicht dabei, aber der Max Lüttner wird sich sicher sehr gefreut haben, hat hoffentlich einen Jahresvorrat von dem Bier bekommen und hat das Rezept von dem Bier. Und das ist ja das, worauf es auf mich ankommt. Von ProbierTV gibt es ehrliche 5 von 5 möglichen Punkten für das Twin Peaks, den Weizen-Doppelbock. Und damit kriegt er mich immer wieder, vor allen Dingen, wenn so viel Banane mit drin ist und so viel Nelke und so viel Frucht und so viel richtig geiles Bier. Ich habe mal was vor. Ich trinke das Bier jetzt. Wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, gute Nacht, wann immer ihr dieses Video schaut. Und wenn ihr Lust habt, dann abonniert den Kanal. Dann sehen wir uns morgen wieder beim nächsten Bier hier bei ProbierTV. Bis dann. Tschüss, Baba. Servus, Prost und Ahoi. Cheers.